So, hey Leute, da sind wir wieder. Ja, ich muss leider ein bisschen leiser reden heute, weil meine kleine Maus bei mir schläft. Und ja, ich habe mir ein neues Projekt ausgedacht, tatsächlich in Zusammenarbeit mit einer Zuschauerin. Und die hat sich The Witcher gewünscht. Ich mache das Spiel mal gleich mal auf. So. Und ja. Da habe ich gedacht, ey, ich bin so ein riesiger The Witcher-Fan. Warum nicht? Ne? Und ich bin auch gerade dabei, die Bücher zu lesen und durchzugehen. Jetzt singt die hier. Ist ja unglaublich. Meine Anmut. Was soll das denn? Mensch, singt. Ich will noch was erzählen. Auf jetzt. Mensch, machen wir wieder an. jetzt habt ihr mich rausgebracht. Mann, Mann, Mann. Ich habe mir so einen schönen Text überlegt für euch, ja, um euch hier richtig zu entertainen und so. Und jetzt fängt ihr hier an zu singen, das ist unglaublich. Stress. Nein. Genau, und ich bin gerade dabei, die Bücher zu lesen. Oder besser gesagt, das Hörbuch zu hören. Und bin gerade beim Erbe der Elfen. Das ist ja auch gerade die aktuelle Staffel von The Witcher, die zweite Staffel. Ne? Die erste ist ja quasi die Vorgeschichte. Und das Erbe der Elfen ist ja die zweite Staffel. Und dann gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Da bin ich schon gespannt. Und wie gesagt, da hat mich jetzt eine Zuschauerin auf den Gedanken gebracht, warum ich doch, oder ich könnte doch mal The Witcher spielen. Das würde sie mega cool finden. Und ja, jetzt spielen wir The Witcher. Ist ein Singleplayer und finde ich tatsächlich auch sehr angenehm für die Tage, wo ich Diana habe. Weil ich da auch mal kurz aufstehen kann, Diana eine Flasche machen kann. Also Diana ist meine Tochter, ne? Und ja, dann können wir ganz gepflegt hier weiterspielen. Sie ist da eigentlich recht entspannt und schläft ja dann auch ziemlich schnell wieder ein. Sodass ihr da auch keine langen Ausfallzeiten habt oder ich hier eine Runde bei Warzone abbrechen muss oder so. Und die Welt von The Witcher ist einfach mega cool. Und dann würde ich sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit und fangen einfach an zu spielen. Tauchen ein in die Welt von The Witcher. So. Wir wollen natürlich Blut, Schweiß und Tränen. Das hat bestimmt wehgetan. Thank you.
Fleischerteile kennen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das die Schlachtungssonne sein soll. Wie immer, Leute, wenn was mit dem Ton nicht stimmen sollte oder Bild oder sonst irgendwas, einfacher sagen, ne? Ich versuche es dann direkt umzusetzen und versuche euch den besten Spielspaß zu geben, wie es geht. Wenn ich zu leise bin, zu laut, das Spiel zu laut, zu leise, einfach reinschreiben. Und wir kriegen das hin. Care more. Festung der Hexer. So ein Vieh will man doch in der Badewanne haben. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Sind die beiden nicht süß? So. Alles klar. Okay. War das denn jetzt? Ah, genau, so war das. Wir haben ein paar neue Einträge. Ich werde jetzt nicht alle Einträge hier vorlesen, um die einzelnen Charaktere zu erläutern. Wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr mir das gerne mal schreiben und dann können wir dazu vielleicht eine Extra-Session machen, wo wir einfach uns mal alles durchlesen, was wir so gesammelt haben und das einfach mal gucken. Also einfach mal durchlesen, mal gucken und drüber quatschen.
ist, da hätte ich auch richtig Bock drauf, aber ich glaube, das würde in den Rahmen sprengen, wenn ich hier alles vorlese, was wir über das Spiel so finden. Genau. So. Aktivieren wir doch mal unsere Hexersinne. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Okay, wir können tatsächlich noch nicht viel machen hier. Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Schön eingeschlafen. Das bin ich. Oh, richtig schick. Richtig gut. Ysimir ist so ein cooler Charakter. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Einen ganz kurzen Moment. Ich sehe gerade, dass ich meine Webcam mal verschiebe. Und zwar werden wir die mal hier nach hier oben verschieben. Und dann habt ihr hier ein besseres Bild, denke ich. So. Ja. Ich denke, das sollte so besser passen, ne? Meine Freunde? So. Ich werde das Spiel versuchen, mal als Held zu spielen. Also jetzt nicht der gefühllose Hexer, sondern Geralt ist ja normalerweise eher... Also er versucht zwar neutral zu bleiben, aber ist er eigentlich nicht, weil er viele Emotionen hat und auch viel emotional entscheidet. Und genauso werde ich ihn mal versuchen zu spielen, wie er eigentlich auch in den Büchern ist. Ja, nur dass ihr das wisst. Ich muss zugeben, dass wir sie verwöhnt haben. Wir haben sie verwöhnt? Ich hab's schon immer gesagt. Ciri braucht eine harte Hand. Das hast du gesagt. Aber du hast dich genauso rumkommandieren lassen wie alle anderen. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Thank you.
Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Ghule und Al-Ghule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht! Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar, ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Wenn du fällst, vielleicht. Boah, das ist ja unfair. Ich darf als Erster. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ich schnauf dir. Ciri, lass den Quatsch. Sie war Erster. Na, die kennen wir doch auch. Die beiden. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Al-Ghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Hm, du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Ein Hexer muss wissen, wie er seinen Gegner reinlegen kann. Hast du selbst gesagt. Mag sein, aber probier meine Weisheiten nicht an Wesemir aus, verstanden? Du spielst mit dem Feuer. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Okay. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Legen wir mit dem Freistil-Training los. Wozu nochmal die Grundlagen durchkauen? Genau, kriegen wir schon hin. Learning by doing, würde ich sagen. Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Kommst du mir so vor, oder wird's leiser? Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Ich mach die Stimmen gleich noch mal ein bisschen lauter. Hast du den Helm?
Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Alles klar? Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ist eigentlich auch ein Jesus gegeben hat, der weißen Flamme oder so? Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Oh, die Sonne geht auf. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Zeit zum Aufbruch. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Na dann los. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Darf ich euch erstmal lauter machen? Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Ja. Ah, ja. Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben. In bestimmten Situationen. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? Das Einhorn. Zwei, drei Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. So, Leute, seid ihr jetzt mal fertig? Okay. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Gule. Kurz Moment, bitte.
bist. Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie.